In der heutigen Frage geht es wieder mal um The Bad Batch, und zwar Folge 4, wieder mal eine sehr kurze Folge von 23 Minuten. In dieser Folge haben wir natürlich wieder viele lustige Situationen. Zum einen müssen sie Wartungsarbeiten an ihrem Schiff vornehmen und wollen auch den Dienst haben, den Mechaniker vor Ort auch bestechen, damit er ihr Schiff nicht scannt. Und ja, wir sehen natürlich auch Wrecker, der immer wieder lustig ist. Und außerdem hat Hunter sogar Echo als ein Droiden verkauft. Für 3000 Credits, also klar, Echo wären 4000 oder mehr lieber. Aber ja, die haben sich letztendlich auf 3000 entschieden. Zuvor wäre es 2000 gewesen. Aber dass Echo von unschätzbarem Wert ist, wissen wir doch alle. Naja, dazu kommen wir noch später. Währenddessen sehen wir auch, dass eine, ich will mal sagen, fast schon Beauftragte des Imperiums versucht, Omega zu schnappen. Omega entkommt kurze Zeit. Zuvor muss man sagen, dass Omega erst in diese Situation kam, weil das Haustier von jemandem ihre Klonpuppe gegessen hat, beziehungsweise essen wollte. Letztendlich hat sie die Puppe dann auch losgelassen, doch dann traf sie eben auf besagte Frau. Diese wollte ihr helfen, ihre Freunde wiederzufinden. Später kam dann Hunter dazu und dann hat sie auch verstanden, dass dies eine feindliche Person ist. Danach ist sie auch auf ganz entspannt erstmal geflohen. Hunter konnte sie zwar aufhalten, allerdings war die gute Dame durchaus kampferprobt und konnte diesen erstmals außer Gefecht setzen. Später kam Wrecker dazu, diesen konnte sie ebenfalls außer Gefecht setzen. Also definitiv eine weitere starke Frau innerhalb des Star Wars Universums. Und ja, ansonsten sahen wir auch, dass Echo später einige Druiden mitgenommen hat. Hier sahen wir auch, dass der Protokolldruide die Kontrolle behalten wollte. War auch sehr lustig. Und diese haben auch bei den Wartungsarbeiten geholfen. Vor allem der eine Druide war sehr, sehr süß. Der Astromech mit Armen und Beinen, nenne ich ihn jetzt mal. Der schon ziemlich, ziemlich einzigartig aussah. Tatsächlich habe ich das Design meines Wissens noch nicht gesehen gehabt. Ansonsten musste letztendlich auch Hunter Omega vor einem Turm retten, wo sie runterhing und ja, fast runtergefallen ist. Kurze Zeit ist sie auch mit der besagten Dame auf ein weiteres Schiff gefallen. Dann kam es zu einem kleinen Schusswechsel. Man muss ja sagen, Hunter hat halt so ein Speederbike mitgehen lassen. Und letztendlich haben sie es auch geschafft zu fliehen. Haben natürlich den Typ, den sie bereits im Vorhinein verarscht haben, nicht bezahlt. Gut, man muss sagen, der hat sie auch direkt verraten. Und ja, tatsächlich hat die gute Dame den Jude auch nicht getötet, sondern ihm auch seine Belohnung gegeben für seinen Hinweis. Und das wird dann auch schon alles. Ich muss sagen, wie immer, spannende Folge. Natürlich mit einem sehr, sehr schönen Humor verbunden. Teilweise auch etwas übertrieben. Böse Zungen würden sogar fast schon cringe sagen. Allerdings bin ich schon durchaus jemand, der an solchen Humor gefallen findet. Deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die neue Folge fandet. Und ja, das hier meine spontane Review direkt nach der Folge. Und damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um auch nichts mehr zu verpassen. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch gut. Und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.